Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Dragon Age. Wir stehen hier im Marktviertel. Mittlerweile haben wir sowohl das Gesindeviertel als auch das Marktviertel von den Generälen gereinigt. Die haben wir beseitigt. Das war auch unerwartet einfach. Weil nach wie vor spielen wir es ja auf schwer und ich wundere mich dann manchmal doch, aber... Oh, ich laufe mal wieder völlig in die falsche Richtung. Wie immer. Ja, und die mir immer alle hinterher. So. Wir haben schon 7 Zwerge und 9 Herrschaften aus Redcliffe verloren. Die kämpfen mit uns. Hier seht ihr die Mannen, die ich rufen kann. So, wo muss ich denn jetzt hin zum Kuckuck? Aber auch in diese Richtung. Genau. Weil nun müssen wir in das Palastviertel. Und mit dem Palastviertel nähern wir uns immer mehr dem Erzdämon. So, jetzt also ab ins Palastviertel. Ich bin mal gespannt, ob jetzt der Schwierigkeitsgrad auch mal so langsam anzieht. Hier müssen wir jetzt hin, Palastviertel, da müssen wir uns noch durchkämpfen, um schließlich hier in Fort Drakon die endgültige Schlacht zu führen. Und nach wie vor ist es so, wir haben Morrigan dabei, weil wir uns auf den Handel mit ihrem Kind eingelassen haben. Sie trägt das Kind von Alistair unter ihrem Herzen, wie das immer so schön heißt. Unter ihrem Herzen? Ja, beziehungsweise, naja... Eigentlich die befruchtete Eizelle, aber es macht nichts. Wir haben sie dabei und verlassen uns natürlich drauf, dass das, was sie sagt, auch wirklich stimmt. Dass es tatsächlich so ist, dass die Essenz des Erzdämons in dieses Kind fahren wird. Oh, jetzt sind wir nochmal aufgehalten. Bin ich mal gespannt, was passiert. Ich weiß natürlich, was passiert, aber ich verrat's euch nicht. Yes! So, ihr Lieben, wie ihr seht, sind wir jetzt hier wieder vor den Stadttoren bei unseren Mannen. Und die können auch alle aufsteigen. Und dem geben wir jetzt einfach noch ein bisschen Geschicklichkeit und Stärke, dem guten Mann. Und dann schauen wir mal, was der noch so an... Ah, komm. Geben ihm die Schildtaktiken. Das ist ein Passivmodus. Schildtaktik, Schildtaktik. Komm mal her, Alistair. Schildtaktik, Zauber und Talente. Das ist, glaube ich, ein Passivmodus. Genau. Sehr schön. Das ist wunderbar. Dann kann unser Schurke noch aufsteigen. Dem geben wir jetzt, weil ich es einfach nicht habe, dem geben wir jetzt noch ordentlich Geschicklichkeit. Wir werden jetzt... Lass gucken, was können wir dir noch geben? Wir geben dir einfach mal jetzt Überleben. Wunderbar. Und dann kann ich ihm 2 Talente geben. Und da geben wir ihm... Lass gucken. Wir geben ihm die Kampfbewegung. Das ist ein Passivmodus. Und wir geben ihm den Gnadenstoß. Das ist ebenfalls ein Passivmodus. Jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken, wie seine Taktik ist. Weil nämlich unser... Severin soll Bogenschütze bleiben. Genau. Ogren könnte noch eine ganze Menge Taktiken haben, aber ich denke, das lassen wir jetzt. Hallo? Ah. Wir können dir noch mehr geben. Dann geben wir dir noch ein bisschen Klugheit, mein Lieber. Und noch eine Runde Geschicklichkeit. Das kann immer nicht schaden. So. Und jetzt kann noch Willenskraft. Du brauchst viel Willenskraft und Magie. Wunderbar. Wiederbeleben. Wir geben dir Lebenswächter. Ne, brauchst du nicht. Kannst du noch irgendwelche so richtig bösen... Ja, genau. Das zermalmende Gefängnis. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Und Mana-Entzug. Ne, nicht gut. Wir geben dir noch... Wir geben dir noch... Genau. Die beiden Sachen kriegst du noch, meine Liebe. Und dann wollen wir mal gucken. Sehr schön. Kann man bei dir noch mit den Taktiken was machen? Oh, was mache ich denn? Jo, Taktik. Ja. Sehr schön. So, jetzt wollen wir mal gucken. Mit Fernangriff attackiert. Von mindestens 2 Gegnern umgeben. Verbündeter Gesundheit. Das schauen. Gegner sichtbarer. Nächster sichtbarer. Nächster sichtbarer. Wir machen jetzt, der Gegner hat Rüstungstyp hohen oder mittleren.
Rüstungstyp. Da machst du dann die Fähigkeit zermalmendes Gefängnis. So. Und wir geben dir jetzt den stärksten Lyrium-Trank, meine Liebe. Den wirst du benötigen. Und wenn die... So, und wenn deine eigene Gesundheit... Wenn deine eigene Gesundheit... selbst Gesundheit dann doch unter 25 ist, dann nimmst du bitte einen Zaubertrank. Sehr schön. Wunderbar. Der Alistair ist der Führer. Der geht jetzt mit diesem Offizier hier sprechen. Nehmt euch in Acht! Eine große Schar der dunklen Brut ist aus ihrer Hauptstreitmacht ausgeschert. Sie kommen in eure Richtung. Bald werden sie hier sein. Sehr schön. So, wunderbar. Jetzt geht der Kampf los. Ich allerdings werde nicht den Alistair spielen, sondern ich werde Severin spielen. So, gleich mal den ordentlichen Pfeil der Vernichtung. So, und dann gleich mal weitermachen hier. So, schön weitermachen, Junge. Ja, wunderbar. Tu mal kurz den schnellen Schuss hier aktivieren. So, wie sieht's aus hier mit allen? So, wunderbar. Da drüben sind noch mehr. Severin, bitte schön weiterschießen. Immer schön weiterschießen, mein Junge. Und schön weiterschießen. Immer schön schießen, mein Junge. So, wie ihr seht, haben wir hier auch wieder Hundi. Das heißt, wir werden, glaube ich, Hundi nachher für Martha verlieren. Da hinten ist ein Gesandter. Ein Genlock-Gesandter. Da schön auf den Gesandten schießen. Ja, schön weiterschießen, Severin. Immer schön auf den Gesandten. Weil wir haben keine... So, schön auf den Gesandten schießen. Jetzt haben wir gleich den Gesandten. Die sind nämlich die gefährlichsten. Genau, so, wunderbar. Das wird nicht lang dauern. So. Kommt, schön weitermachen, Severin. Weiterschießen, 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 weiterschießen. So, da kommt ein Alpha. Ein Alpha. So, komm, jo. Schön auf den Alpha und weiter geht's. Jawohl. Immer schön weiterschießen, Severin. Was für ein Spaß. So, jetzt wollen wir uns mal kurz hier umgucken, wie es da weiter aussieht. Weiterschießen, weiterschießen, weiterschießen. Da kommen noch mehr. Immer schön weiterschießen. So, da. Oh, wie geht's dem Steen? Dem Steen geht's noch ganz gut, genau. So. Da hinten ist noch irgendein Gesandter oder irgendwas anderes. Mal ganz kurz gucken. Nö. Dann schießen wir auf den Schläger. So, sind das... Da ist doch noch einer. Ja, guck mal an, da sind noch welche. Also auf geht's, los, schießen, 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 schießen. So, ich glaube, wir haben alle, oder? Sieht fast so aus. Dem Erbauer sei Dank. Jo. Dem Erbauer sei Dank. Wir haben sie geschafft. Wunderbar. Auch das ging relativ einfach. Und also pass auf, ich sag's euch. Ich bin angeschrieben worden von irgend so einem... weiß nicht. Von so einem YouTuber, wie man sie halt nicht haben will. Und er hat geschrieben, ey, Alter, du spielst doch nie schwer. So, und weil das mich ärgert, dass derartiges behauptet wird, zeige ich es euch, wie ich spiele. Schwer. Ich kann es nicht ändern. Es tut mir leid, dass die dann so einfach niederzuknüppeln sind. Aber ich spiele auf schwer. Und wenn jetzt noch irgendeiner von diesen kleinen Stänkerern, die es auf YouTube gibt, was anderes behauptet, und mich mit irgendwelchen blöden PNs anschreibt, dann werde ich echt stinkesauer. So. Und was möchtet ihr? Was möchten wir? Ich möchte diesen Ogre Alpha hier mal. So, genau. So. Und jetzt passt auf, ihr Lieben. Wir spielen ja später, spielen wir ja weiter mit Awaking. Und da hätten wir gerne den Bogen, den Severin hat. Den hätten wir nachher gerne im Gepäck. Das heißt, wir werden Severin jetzt den Bogen nehmen. Da. Die Traule Arlatans. Der kriegt von uns einen anderen. Nicht, dass er den jetzt noch wirklich bräuchte. Den Bogen wollen wir aber haben. Oh, wir haben gar keinen anderen. Na gut.
dann gehst du eben ohne Bogen, Severin, das macht nichts. Brauchen wir irgendwas von Alistair? Nö, ich glaube nicht. Win? Von Win brauchen wir, ach du meine Güte, von Win brauchen wir die Robe. Die möchte ich dann wieder haben. Die Robe des Seers, Gewand des Seers. Und die Kadesh-Stampfer. Und auch das. Win, entschuldige, dass ich dich hier kurz nackig mache. Wir geben ihr jetzt, nehmen ihr jetzt diese Sachen wieder weg. Stab des Verzauberers. Den nehmen wir ihr auch weg. Jetzt kriegst du allerdings was anderes an. Ne? So, Verzaubererrobe aus Tevinter. Oh, schick. Tot schicki, ne? Ist doch wirklich echt schick. So. Was anderes brauchst du eigentlich nicht, meine Süße? Vielleicht noch irgendeinen Zauberstab? Aber ich glaube, wir kehren nicht mehr zurück zu dir. Insofern muss es eigentlich Stab, Verzauberer, Stab der Niedertracht. Na komm, du kriegst den Stab der Niedertracht. Wunderbar. Okay. Dann gehen wir jetzt wieder zu diesem Herrn mit dem Questzeichen, damit es weitergehen kann. Also auch hier ging es relativ schnell. Soll ich verkünden, dass die Tore gesichert sind? Yes. Ja, zumindest vorerst. Sofort. So. Und jetzt können wir weitermachen hier mit unserer Reise. Ab ins Palastviertel. Und da wird's dann von den Spielen her schon ein bisschen haariger, von den Kämpfen her. Da wollen wir mal gucken. So. Gleich sind wir da. Spannung. Aber erst noch eine Spielszene. Aber jetzt sehen, werden wir erleben, was mit Riordan passiert. Der wartet da auf den Erzdämon, den er ja erschlagen will. Da kommt er schon. Na komm, auf. Ah. Das. Tja, Martha, nun hängt's an dir. So, jetzt also sind wir hier im Palastviertel. Auch da ist bereits ordentlich gekämpft worden. Eins ist klar, Riordan hat es nicht geschafft. Alistair ist vor den Stadttoren, mit anderen Worten, es liegt an uns. Und wie ihr seht, ist es jetzt auch so, dass wir Hundi nicht mehr haben, wir sind bloß noch zu viert. Nach der Schlacht am Stadttor ist Hundi nicht mehr in unserer Gruppe, leider. So, jetzt sollen wir mal losgehen. Da oben stehen bereits schon welche. Wollen wir mal gucken, ob wir die von da hinten erwischen können. Das wäre ja eigentlich nicht ganz nicht schlecht. Komm, Liliana, du auch mal. Wir versuchen das erstmal von der Ferne. Ich bin soweit. Ja. Ah, Lied des Helmuts. Gut so. So, jetzt gehen wir mal weiter gucken, was uns da so erwartet. Da ist wieder ein Oger. Den versuchen wir mal von da hinten erstmal. Sehr schön. Erstmal ins... Na komm, lauf noch ein Stück, Martha. Du hast deinen Befehl. So, Lebenskraftentzug. Eis. Arkaner Bolzen. Und so, und da sind also auch schon die ersten Schläge. Und jetzt rufen wir unsere Zwerge. Los, Zwerge, auf kurz. Da hinten ist einer. Den nehmen wir mal mit. Da ist ein Alpha. Den versuchen wir mal mit den... So, und jetzt gehe ich mal gucken in aller Seelenruhe, ob es da irgendwo Magier hat. Weil die sollten wir zuerst ausschalten. Warte, ich halte mal ganz kurz an. So. Pause. Dann wollen wir mal gucken, was es hier hinten gibt.
da ist was Gelbes. Genlock Alpha. Schläger, noch ist noch ein Genlock Alpha. Genlock. Ich sehe momentan gerade keinen. Keinen Magier. Also gut, dann gehen wir mal weiter hier vor. Da kommen sie. Dann auf geht's. Aber da oben ist ein... Oh, Kreischer, 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 Kreischer. Nicht gut, da sind Kreischer. So, dann geh du mal da rum, Martha. Die Kreischer sind immer irgendwie hartnäckig. Böse Kreischer, böse Kreischer. Die Kreischer kann ich gar nicht leiden, ehrlich nicht. So, du kriegst jetzt erstmal hier den Geistschlag. Ah, da ist einer. Da ist einer. Schau mal einer an. Geistschlag. So, jetzt wollen wir gucken. Ich hoffe, ich stürze nicht ab. Wo bist du? Da ist der Gesandte. So, nicht abstürzen. Bitte nicht abstürzen. So, jetzt mache ich mal ganz kurz Heilung. Versuche mal hier von hinten anzugreifen. Was ist passiert? Nimm mal hier einen starken Wundumschlag, meine Süße. So, der ist ja immer noch da, der Gesandte. Mach du bitte noch den Mana-Stoß. Wo ist der Gesandte? Mana-Stoß, komm. Ja, aber oh, verdammt, der ist hartnäckig. Der ist hartnäckig, der Gesandte. Dann machen wir Lebenskraftentzug. Und dann hauen wir dir hier was rüber. So, dann haben wir jetzt erstmal den Gesandten fertig, glaube ich. Genau, so, dann haben wir hier noch so einen Schläger. Komm, so, wunderbar. Morrigan hat auch schon geheilt. So, was haben wir denn da oben noch? Da haben wir noch diesen blöden Oger. Ich muss echt aufpassen hier. Ich nehme nochmal einen Trank, einen schwachen jetzt erstmal. So, warte mal, jetzt machen wir erstmal die hier. Eine Runde klein. So, Arcana Bolzen, da oben schießt auch einer. Oh, oh. Weg da. Mm. Zu spät, zu spät, zu spät. Aber es geht noch allen gut. Na gut, dann gehen wir jetzt mal den Oger da oben an. Ich brauche Lyrium. Oh, komm, auf, alles gegen den Oger. Lebenskraftentzug. Komm, 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 komm. Und Lyrium nehmen. Martha. Jetzt schmeißt er wieder mit dem Stein. Gut, dann greifen wir mal jetzt näher an. Oh, Shale, hä? Lebenskraftentzug. Eis. Eis. So, dann haben wir den. Was ist da unten noch los? Da unten ist noch ein Oger. Gut, dann werden wir uns mal hier diesen... Ah, und Kreischer. Werden wir uns erstmal diesem Oger hier widmen. Damit der arme Mann da so alleine nicht. Und Lyrium. Und Eis. Muss ich schon wieder heilen? Nee, es geht noch. Und Lyrium. Und da sind auch alle meine Mannen wieder. Sehr schön. Okay, komm. Ja, alles, was wir haben. Alles, was wir haben. So, da, wie sieht's da aus? Das war's? Das war's, ja, siehste, für wahr. So, Oger, hast du was Hübsches für uns? Gib mal her. Ach, Dämonengift. Ich habe keine Ahnung, zu was man's braucht. Ich nehm's mal mit. Dann sammeln wir jetzt. Oh, aber unsere Zwerge, die haben ordentlich, ordentlich Federn gelassen. Was hat der Alpha für uns? Nichts, was ich haben möchte. Da ist noch der Alpha. Noch ein Alpha. Was hast du? Oh, die haben ordentlich, ordentlich Federn gelassen, die armen Zwerge. Dann gehen wir... Was liegt hier noch? Noch ein Alpha? Ja, Wundumschlag. Wunderbar. Das ist das, was wir brauchen. Vielleicht sollten wir jetzt auch noch mal ganz kurz ein bisschen was brauen. Mal gucken, noch ein... Starker Lyrium.
Ja, da können wir noch ein bisschen... Da brauchen wir noch ein paar. So. Und vielleicht noch ein, zwei starke Wundumschläge. Aber ich glaube, besser ist Lyrium. Die starken Lyrium-Teile. So, okay. Schwacher Wundumschlag. Komm, da machen wir auch noch ein paar. Wir haben ja genügend von dem Zeug. Was ist mit der Verletzungsausrüstung? Ja, Mabari-Keks. Braucht man nicht mehr. Hundi ist nicht mehr dabei. Wunderbar. Dann gucken wir uns hier noch ganz kurz um. Da können wir noch was... Der Oger, was hast du für uns? Seelenfresserbeschichtung. Ist jetzt auch nicht so unseres. So, ihr Lieben. Und ich denke, damit lassen wir es für heute gut sein. Wir machen das nächste Mal weiter. Und dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Ciao!